Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, diesmal mit MTB Crafter. Hallo. Und wie angekündigt fliegen wir heute die JA-37C Wiggen oder Jagdwiggen, je nachdem in welchem Land man ist. Top-Tier, Top-of-the-Line, schwedischer... Ist das ein Abfangjäger oder ist das ein Multipurpose-Jäger? Ich glaube, es ist eher ein Abfangjäger, oder? Oder zumindest ein Air Superiority-Fighter. Ja, so irgendwas in der Art. Also ein Jagdbomber ist es definitiv nicht. 11-0er Jet, den wir freundlicherweise beide von Gaijin gestellt bekommen haben. Meiner ist komplett ausgebaut, seiner war es nicht. Er musste sich da ein bisschen durchgrinden. Er hat Blut, Wasser und Tränen geschwitzt. Ja. Vorwiegend Tränen. Ja. Ja, das macht echt keinen Spaß, die Dinger auszubauen. Vor allen Dingen, du brauchst halt... Wie viel brauchst du für ein Modul? Stufe 1 25.000, Stufe 2 28.000, Stufe 3 31.000 und Stufe 4 54.000. Ja, ihr seht schon, und das sind ein paar Module. Es ist nicht so, als hätte dieses Flugzeug keine Module zum Erforschen. Ja, gut. Aber weiter im Text. Was haben wir hier? Im Grunde ist der Nachfolger der Draken, den wir vorletzte Folge gesehen haben. Ja, vorletzte. Es ist immer noch... Ja, es ist kein kompletter Delta Wing, also es ist ein Kanatflugzeug diesmal. Aber die Form ist relativ ähnlich. Du nennst ihn liebevoll Weihnachtsbaum. Tannenbaum, nicht Weihnachtsbaum. Tannenbaum. Ja, bewaffnungstechnisch haben wir hier eine 30er. Ist die gleiche. Nee, ist ein Nachfolger. Ja, wir haben nur eine mit 150 Schuss. Und nur Stealth, also nur ohne Leuchtspur. Was mir persönlich schwerfällt, aber jeder wie er mag. Nee, leider halt nicht. Ich kann es nicht auswählen. Zusätzlich habe ich hier noch 4 Heatseeker, hitzesuchende Raketen und 2 radargesteuerte Raketen. Wobei ich sagen muss, mit den radargesteuerten Raketen komme ich persönlich gar nicht klar. Du auch nicht? Nee, so gar nicht. Die zicken bei uns einfach rum. Die explodieren teilweise nach 100 Metern oder fliegen einfach in die entgegengesetzte Richtung, obwohl man Radarlock hat. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Falls ihr euch damit auskennt, gerne in die Comments. Für mich ist das erste Mal, dass ich wirklich oben im High-Tier... Das ist das erste Mal. Ja, bis 10-0 ist ja so mein Metier. So 11-0 bin ich noch nie wirklich geflogen. Also gerne Tipps in die Comments. Das ist auch ehrlich gesagt unser zweiter Take. Wir haben schon mal versucht, aber da war die... Ich sage mal, diese Wetterlage war nicht ausreichend. Wir sind einfach nicht gestartet. Ja. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt schnell ein Match finden. Und ja, dass man nicht so schnell von irgendwelchen Radar-Guided-Raketen... Das war nämlich mein erstes Match mit dem Ding. Ich bin von einer Radarrakete einfach auf gefühlt 10 Kilometer weg gewesen und ich habe es einfach nicht hingekriegt auszuweichen. Das ist echt Spielspaß pur. War das nicht das zweite Gefecht? Ist doch auch völlig irrelevant. Jedenfalls eins der Gefechte war ich einfach direkt weg, ohne dass ich es gemerkt habe im Grunde. Das ist halt... Ich weiß nicht, ich sehe den Gegner lieber, also ich bin eher der Typ, der mit den Kanonen reingeht und die Raketen als Sekundärbewaffnung sieht, aber hier auf dem Battle Rating ist es ja eher umgedreht. Ja. Ja, klar, du kannst auch Kanonenkills machen, aber die meisten gehen eher erstmal auf Raketen. Das stimmt. Und ja, ich wechsle immer noch alles durch. Was nimmst du mit? Voll, ne? Ja, muss man bei dem Ding. Ah, das Ding schluckt. Um es mal nett auszudrücken. Also denk mir echt, das Drain Ralph ist offen. Also, wie heißt das auf Deutsch? Ablassventil? Wie süß klein die Draken gegen dieses Ding ist. Ja. Das Ding ist ja, oh mein Gott, das Ding ist ja genauso groß oder ähnlich von den Proportionen wie eine Phantom. Ja. Ich dachte am Anfang, das Ding wäre schön klein, aber es ist es nicht. Nee. Okay, es ist auch so ein Beefy Boy. Und der Sound ist echt Hammer. Ja, ich hoffe, die Abmischung vom Sound ist für euch in Ordnung, liebe Leute. Ihr wisst ja, das stellt sich bei mir öfter mal um und ich weiß nicht warum. Das reimt sich. Das ist blöd. ich flieg ein bisschen nach rechts. Naja, ich guck mich gerade schön um. Also nach ein bisschen östlicher als Nord. Ja. Ich komme. Ja, ich werde mal versuchen, ob ich mit den Radarraketen irgendwas erwische. Aber wie gesagt, ich komme mit den Dingern nicht klar. Die sind von allen so angepriesen und super und zum Trollen geeignet. Meine denken sich einfach nur, nö.
Also vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Das könnt ihr uns gerne mal in die Comments schreiben. Also ich lock sie Gegner, dass sie einen Radarlock haben. Dann tue ich diesen typischen Zielkreis aufrufen und Feuer. Man sollte doch annehmen, sobald der Radarlock fest ist, dass die Rakete dahin fliegt. Aber tut sie nicht. Lässt du den Radarlock dann noch bestehen? Ja, oder ja. Okay. Also der grüne Kasten ist weiter um den Gegner. Aber meine Rakete teilweise... Weißt du, der Gegner ist irgendwie 15 Grad links von mir und die Rakete denkt sich, nö, ich fliege jetzt nach rechts. Ja, das ist, hab ich eigentlich auch immer so. sehr gut, dann bin ich nicht alleine. Was gibt's sonst zu dem Ding zu sagen? Optisch mal wieder sehr schön. Schwedische Flugzeuge, man kann es nicht anders sagen, aber die meisten schwedischen Flugzeuge sind einfach cool. Ja, definitiv. Also, sei es die, ich sag mal, altbetagten Vorgänger von dem Ding oder der moderne Nachfolger, der immer noch im Dienst ist. Was ist das, die 39, also Krippen heißt die, aber ist das die 39? Du magst Sachen. Ich würde sagen, wir drehen mal langsam nach Nordwesten. Ja, wir halten uns immer viel zu lange raus. Ja, ich bin halt super vorsichtig. Ich habe keine Lust, schon wieder so eine Rakete reinzukriegen. Die Radarraketen, die fliegen eh auf keine Ahnung wie viel Kilometer. Ich habe Angst. Vor uns wird mir ein Radar angezeigt, was mich geblockt hat, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Okay. Könnte die 104... Hat die 104 so ein Suchradar? Ja. Sehr schnell ist sogar. In meinem Kopf ist die 104 so ein altbetagtes Rakete mit Flügeln, aber eigentlich ist die relativ fix. Also beziehungsweise relativ neu, modern. Also Richtung Sonne ist noch was? Noch ja, Punkt. Ja, das meine ich. Ja, das ist aber eine andere. Ah, jetzt ist er weg, oder? Nee. Oder was tust du? Also ich krieg jetzt nach vorne in Richtung Sonne keine Pings mehr. Ja, ich auch nicht mehr. Wollen wir mal runtergehen? Ja. Hätte ich gesagt. So. Dann gehe ich aber auf die Heatseeker, wenn wir unten dogfighten. Ja. Das ist klar. Also das ist auch das erste Flugzeug. Bitte? Miko. Ich glaube, ich gehe auf Miko. Ich habe mir gerade Horse with no name ausgesucht. Macht was. Sie machen nix. Und immer schön nach hinten gucken. Ich hab einen Kill! Gramercy. Gut. Ja, in der Aufnahmesession, in den Versuch, den wir schon hatten, habe ich einen Assist bekommen, weil ich eine MiG mit der 30er geschreddert habe. Sie hat gebrannt und wurde mir dann geklaut. Das macht mich gerade glücklich. Okay, nee. Weißt du, wie viel die Überlast aushält? Positiv habe ich es noch nicht hingekriegt, das Ding zu brechen. Also. Okay. Und das hat was zu heißen. Einer lebt noch, oder? Zwei, glaube ich, oder? Also, auf jeden Fall hinter dir ist einer. Also, 5 Kilometer entfernt. FF. Ich komm echt nicht drauf klar, wenn ich keinen Tracer habe. Ja, das ist etwas komisch, das stimmt. Ach, die FEF lebt nur. Hm. Erstmal denken an das Zweite Weltkriegsflugzeug, bitte. The enemy is winning. We must counterattack. Yay, ich hab was getroffen. Okay, die ist raus. Warte mal, willst du mir sagen, die lebt noch? Ja, die hat ja nur einen Flügel verloren, aber die stürzt noch ab. Aber das Gefecht ist, glaube ich, davor zu vorbei. Nö, die stürzt jetzt ab. Bin ich hart dafür, genau. Genau wie die. Sehr gut. Die macht schon Bock, also die macht Spaß zu fliegen.
Ja, das stimmt. Wenn man ein bisschen was an Modulen hat. Ja, bei dir war es gerade schon wieder unglücklich. Ey, heute ist Gaijin ja super spendabel. 120.000 gerade in der Battle Trophy und beim Einlagen schon mal 100.000. Also GG, ne? Schon mal ein guter Tag. Dann kann es schon mal nicht besser werden. Ach, halt doch die Klappe. Ja, wobei, 120.000 ist doch immer schon besser als 100.000, also geht's doch bergauf. Ja, weil das Phänomen hat man nur einmal pro Tag. Psst, Klappe. Wir müssen jetzt performen. Die letzte Folge war wieder so eine Guffelfolge. Das war mit dem japanischen Radpanzer, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, ja, das war wieder. Ich weiß, Leute, ihr seht uns super gerne leiden, aber wenn ich euch dann so Folgen präsentiere, wo ich halt weniger Kills als Tode hab, das nagt so ein bisschen an einem. Kann man das verstehen? Ein bisschen, ja. So ein bisschen, ne? Ich glaub schon, ich glaub schon. Also ich meine, ich möchte euch ja auch unterhalten, aber solange ihr sagt, das unterhaltet euch. Genau, das unterhält euch, dann ist das ja in Ordnung. So. Gucken wir das Ganze nochmal. Luftgefechte in der Regel im High Tier sind super fix vorbei. Ja, das stimmt. Ja, irgendwie, das ist auch sowas, was mich so abschreckt. Man ist halt direkt ineinander. Ich fände es cooler, wenn die Maps so ab 10-0 oder ein bisschen niedriger schon wesentlich größer werden würde. Würden. Ja. Also mal doppelt so groß. Ja, das stimmt schon irgendwie. Also jetzt nehmen wir mal an, wir haben ja mittlerweile Mach 2 Flugzeuge im Spiel. Erreichen die Mach 2? Ich glaube nicht. Vielleicht auf 16 Kilometer Höhe. Ja, genau. Und dann auch nur sehr, sehr spät. Also die MiG 27 sollte das doch können, oder? Ja, aber ich meine auch bei der ist die Beschleunigung ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist total gering. Ja, aber selbst mit Mach 1 bist du über so eine Map ja innerhalb von 5 Minuten drüber. Ja, normalerweise schon. Was halt nervig ist, ist auf 9-7 die ganzen Airspawns, die dann halt instant über dem eigenen Flugfeld sind, weil es doch gar nicht selbst gestartet. Du meinst so eine Jag 38? Zum Beispiel, oder auch die Harriers, die sind ja eigentlich genau das gleiche. Wobei ich die Jag 38 als Gegner, zumindest so als One-Way, ich kill dich einfach mal Gegner, viel schlimmer finde mit ihren guten 30G-Raketen. Ja. Also ich finde das extrem schwer, denen auszuweichen. Klar, wenn du eine vor dir hast, ist sie tot, das Ding fliegt halt einfach nicht. Das liegt schon, aber halt nicht. Das fliegt so gut wie ein Emu. Oder eine Kiwi. Ja, geradeaus halt. Ja. Also ich meine den Vogel, nicht die Frucht. Ja. Aber der hat auch keine Flügel, nicht wirklich. Und eine Kiwi fliegt auch nur geradeaus. Ja, also. Aber der bleibt vielleicht sogar stecken und macht nicht nur... Alter, was reden wir hier schon wieder? Was haben wir eingeworfen vor der Folge? Ich nix. Ja, genau. Sag mal, wieso steht eigentlich bei den den Radarraketen, wenn du sie ausfüllst, Dogfight in Klammern? Da stand auch mal Gleisketten, also frag's einfach nicht. In Ernst? Ja. Wir haben uns vor der Folge schon über Gaijins Spaghetti-Code lustig gemacht. Es gibt ja mittlerweile dieses, wenn man eine Warteschlange verlässt. Wenn man eine Warteschlange verlässt. Rakete! Rakete, auf dich, Achtung. Leers. Da ist noch einer. Auf wen gehst du? Ich flieg weiter. Geschwindigkeit aufbauen, da ist noch einer. Ja! Weil wenn ich jetzt turn, dann ist da hinter mir. Wer turnt besser? Ich oder eine F4? Müsstest du turnen. Das ist die neue. Ach Gott, da ist ja noch einer und noch einer. Ja, deshalb bin ich erstmal. Oh, verdammt, das ist eine Rakete. Oh, die kommt auf mich. Okay, ich glaube, ich bin toast. Oder? Oh, nee. Noch nicht. Aha, mein Pilot kann das noch nicht. Warum ist das komplette Team bei mir? Also das halbe Team. Andere Hälfte ist bei dir, glaube ich. Ah! Defensives Fliegen! Defensives Fliegen! Brauche ich nicht das Fahrwerk!
Habe ich denn jetzt wieder ein Radarlock? Hört doch auf. Was zur Hölle? Mann, warum müssen die alle Flares haben? Was? Alter, mein Flugzeug sieht so zerfetzt aus. Also ich weiß echt nicht, wie die alle das mit Radarraketen so gut hinkriegen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, das ist die andere Seite von High-Tier-Battles. Du bist auch raus, ne? Ja, hoffen wir letzte Runde auch schon. Ja, können wir direkt rausgehen. Aber wir sind leider direkt voll in die reingeflogen. Ich glaube, jetzt verbuchen wir wieder noch die Taktik, dass wir uns raushalten, bis die sich verkeilen. Das ist die einzige Taktik für mich, die sich gefühlt bewährt, hier oben. Ja, was ich vorher anmerken wollte mit der Queue, also wenn man hier jetzt auf Cancel abbrechen drückt, dann hat man eine Wartezeit, bis man die Warteschlange verlässt. Einfach nur, um zu kaschieren, dass sie es nicht hinbekommen, dass man teilweise halt noch ins Match gezogen wird, selbst wenn man abbricht. Und der Witz daran ist, man wird teilweise sogar noch reingezogen, nachdem dieses Verlasse-Queue abgelaufen ist. Ja. Und zwar sehr oft. Das schreit so hart Inkompetenz, das ist unglaublich. Also, wer weiß, vielleicht arbeitet bei Gaijin ja jetzt schon die 20. Generation von Programmierern und sich an den Altcode ranzuwagen, ist wie irgendwie in ein Horrorgewölbe runterzusteigen. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Vielleicht kennt sich halt einfach keiner mehr mit dem alten Code aus. Aber dann wäre es vielleicht mal langsam Zeit, was Neues zu machen. Also, man kann ja auch theoretisch ein Spiel komplett überarbeiten. Man kann ja theoretisch einen Engine-Wechsel machen. Bitte, Schadensmodell wie in EL 2, danke. Ich glaube nicht. Also, ich rede mal Richtung Osten. Ja. Östen? Südösten? Ja, Ost, Nordost. Komm mal zu dir, dann machen wir hier einen Thumbnail. Wobei, die Lichtstimmung ist nicht so toll. Du ballerst ganz schön von der Geschwindigkeit. Ja, ich bin noch nicht gestiegen. Diese Möhre, das ist hinten dran mit dieser Öffnung. Ich weiß jetzt mittlerweile, woran mich das erinnert. An China, an eine China-Rakete, hier Silvester-Rakete. Du hast halt einfach eine runde Öffnung, aus der Feuer rauskommt. Nicht irgendwie eine wie nennt sich das auf Deutsch? Hier diese Strahlklappen, die ganzen Jets eigentlich immer haben. Du weißt, was ich meine, oder? Also das, was halt hier hinten in dem Loch drin ist. Ja. Wie nennt sich denn das? Auslass. Auslassklappen? Ja, das bei der ist halt der Umkehrschub das Problem. Normalerweise hat man ja hinten den Auslass. Ja. Also die Schubdüse. Die heißt sogar wirklich so auf Deutsch. Die zusammengeht und auseinander geht. Je nachdem, wie viel Schub man gibt und wenn nachbrennt, dann geht es auseinander. Ja. Aber bei dem Ding ist es halt nicht möglich, weil dahinter noch der Umkehrschub ist. Das ist, das ist ein schönes Bild. Das sieht gut aus. Ja. Das ist quasi das Rohr und da gehen hinten dran gehen ja diese Klappen zu. Ja. Deshalb ist es einfach nur ein Rohr hinten und kein Auslass. Also kein. Schon, aber das sieht halt so ein bisschen derpy. Das sieht so mega low-tech aus, finde ich. Ja, ich werde gelockt von hinten. Was? Von hinten? Von hinten rechts. Hinten rechts. So Richtung Südwest. Nee, Süd. Nee, doch. Oh, ja. Ich werde von vorne gelockt. Ja, jetzt mittlerweile ist es von vorne, ja. Also direkt von Süden eigentlich. Ja, ich jetzt auch. Ich finde das mit dem Radar echt ein bisschen tricky. Also der markiert bei mir halt teilweise auch einfach gar nicht. Ja. Das ist aber irgendwie immer so. Rakete auf dich, Achtung. Von wo? Von unten. Wow, das die war ja, zu gut. Schnell da. Also ja, alles gut. Das ist halt hier. Ich habe unten gar nicht mehr hingeguckt, weil ich nur noch drauf fixiert war, wer auf meiner Höhe. Ich. Ah. Nein, ganz ruhig. Gucken wir dir zu. Mädchen von Tier. Yay, mein
Mein Mörder ist auch direkt kaputt. Ja, der war instant weg. Ja. Der hat halt mich über sich gesehen und dachte, den Kill hole ich mir und dafür opfer ich mich. Ja, ja. Irgendwo links von dir auf Bodennähe ist auch noch was. Ja, genau, den meine ich. Head on! What? Der kommt. Warum kommt der? Hol dir die MiG 21, hier Lapiao. Ja, ja, ich muss erstmal ein bisschen hier. Oh, der turnt aber blöd. Die MiGs sind so krass, was Turnen angeht. MiG hängt sich hinter dich, Rakete, Achtung! Ja, ja, ja. Okay, ja, schön. War vielleicht ein bisschen exzessiv, was. Meine Damen und Herren, High-Tier-Jet-Gameplay in a nutshell. Wo war die? Ich hab sie auch nicht gesehen. Die kam irgendwie von super weit aus dem steilen Winkel von vorne auf dich zu. Die ist 7 Kilometer hinter mir. What? Okay, ich hab sie nicht gesehen. Also. Ja, ich auch nicht. Also, ich hab. Also, man sieht Raketen ja auch nicht mehr, wenn sie den Brems. Wenn sie ihr Fuel in den Treibstoff verballert haben, aber trotzdem. Ja, aber dann ist die 2 Kilometer ohne Treibstoff geflogen. Ja, und das, immer noch mit das ist halt das, was ich nicht hinkriege. Das klappt bei mir nie. Meine Rakete denkt sich dann so, ich bin heute zu faul, ich flieg runter. Ja, meine denken sich immer, sobald der Treibstoff aus ist, ja, jetzt kann man Bremsschirm raushauen. Ja, so die ganzen Motoren, komm, okay. Komm, einmal tun wir es uns noch an oder zweimal, je nachdem, wie schnell wir sterben. Ja, zweimal. Okay. Wow, dieser Optimismus ist hart. Ich bin's ja nicht anders gewohnt. Mensch, die erste Runde hatte so Spaß gemacht. Was? Also mir. Ich hab einen Kill, hallo, lass mich. Ich will gar nicht wissen, wie das abgeht, wenn wir noch modernere Jets bekommen. Ja. Ich meine, du hast dann auch wesentlich bessere Warnsysteme und teilweise auch Automatiken für den Abwurf von bestimmten Gegenmaßnahmen, aber du hast dann ja teilweise Raketen, die du auf 10 Kilometer ausklingst. Und weiter sogar. Ja, die Radarraketen kann man, glaube ich, auch schon auf 10 Kilometer. Ja, aber es wird halt umso schlimmer, umso höher du eigentlich gehst. Also so eine F-16, die klingt ihre Raketen ja aus, bevor du überhaupt den Gegner riechen kannst. Ja, ja. Schweige denn, dass einige hier so schreien, ich will die Lightning II, die F-35, ja, am Arsch, ne? Das Flugzeug an sich gerne, gerne, aber die Waffen. Vor allen Dingen, wenn da noch Stealth ins Spiel kommt. Wobei, das wäre eigentlich ganz cool. Das wäre wirklich ganz lustig. Aber das ist dann halt wieder total unbalanced, weil manche Nationen das halt einfach nicht haben. Ja gut, aber. Und vor allem sollten dann die Battle Ratings etwas angepasst werden. Ja, dann sollten wir vielleicht doch mal so Richtung 14-0, 15-0 gehen. So, aber entscheide, halt welche Richtung. West. Es ist halt aber blöd, weil die modernsten, also sehr moderne Panzer, die wir schon im Spiel haben, sind halt auf 11-0. Aber die Flugzeuge, die modernsten, die müssten dann halt noch höher werden. Ja, aber sagen wir mal ganz ehrlich, diese Battle Ratings und diese Epochen, die sich mittlerweile mischen, das ist generell ein Joke. Also ich würde ja komplett das System überarbeiten und quasi Epochen voneinander trennen. Vielleicht nicht so hart, dass ein Super Pershing nicht auf einen Panther treffen kann, wobei, die haben sich sogar gesehen, aber zum Beispiel einen M48 und einen, boah, lass mich lügen, einen Tiger 2, die können sich schon bekämpfen, theoretisch. Aber was halt so krass ist, ist jetzt meinetwegen ein Abrams gegen, was ist denn die Tricks der Abrams? 9-7, ne? Abrams, der niedrigste ist 10-0. 10-0. Ja, okay, dann geht's noch. Aber es gibt halt teilweise. Ganz schlimm aber ist M1 das 8, ist halt ganz schlimm ist das 8-0er Battle Rating. Ja, ja. 7-0 auf 8-0 oder 7-7 auf 8-7 ist. Boah, Alter. Ja. Hier der XM1, der ist ja auch auf 9-3 und das ist halt auch wieder. Ja, der trifft dann auf 8-3er. Ja.
rechts Radar vor noch. Uns kriege ich einen Ping ab. Auch. Jetzt nicht mehr. Nein. Jemanden niedriger als sich selbst mit den Radarraketen zu pingen, ist schwierig, ne? Ja, aber irgendwie machen es die Leute trotzdem. Ja, keine Ahnung, mein Radar springt dann nicht, dieser Suchraster springt nicht mal an. Also wenn der Gegner unter mir ist. Ja. Ich flieg jetzt schon Richtung Rhein. Also nicht den Fluss, sondern... Gib mal auf Damage zu. Damage, was Damage? Aber ist der jetzt gelockt oder ist der nicht? Der ist manchmal rot und manchmal nicht. Also ich habe einen Radarlock, der Kreis ist um ihn drum, aber es ist weiß, nicht rot. Ja, dann ist er noch nicht gelockt. Aber es trackt? Ich bin so verwirrt. Wo wurde ich denn jetzt schon wieder gelockt? Ich gehe einfach runter. Oh, wir sind 22 Kilometer voneinander entfernt, sehe ich gerade. Ja, bin ein bisschen weggeflogen. Ich bin ein bisschen in den Pulk rein. Ja, I see. Reduce Speed. Ich flieg doch gerade mal 1400 Sachen. Ja. Ich steig mal wieder und komm in deine Richtung. Ah, oh, sehr schön, cool. Ah, da ist eine MiG-23, die will mich. Ja, ich bin noch 19 Kilometer entfernt von dir. Ah, du meinst, Wobei, der will unseren anderen. Oh, bei mir ist noch eine Su-17. Und eine MiG-23. Nein, danke. Ich bin nicht interessiert. Yeah! Very good. Hey, das ist dann mal unsere letzte Runde, würde ich sagen, oder? Ach komm, J35, dreh ab! Ich will nicht unseren Teammate treffen. Das ist egal. Nee, ist es nicht. Nee, ist es auch nicht. Außerdem ist es ein Schwede. Ja eben. Jetzt zieh nicht nach rechts, ich will die Rakete vorbeizimmern. Oh, MiG-23 kommt von aus meiner Richtung hier. Auf mich und dich zu. Und die schießt eine Rakete. Warum schießt eine Rakete? Oh, ich habe mich selbst gekillt. Cool. Killt auf mich oder auf dich eine Rakete? Weiß ich nicht. Die also ich habe es abgedreht, weil du gesagt hast Rakete. Ja, die ist an mir vorbei. Okay, wir haben uns gegenseitig getötet. GG. Ich glaube, die ist aber nur an mir vorbei, weil sie den Flügel treffen wollte, den ich mir abgerissen habe. Ja, okay. Naja. Wir haben zusammen 3 Kills gemacht, sind die Teamführenden. Unser letzter Mann kriegt es schon hin mit diesem super hübschen Flugzeug. Hätte er mal abgedreht, hätte ich dem einfach eine Rakete reingezimmert. Aber Kill, man will ja, ne? Komm, jetzt gucken wir uns mal an. Ja, sehr schön. Was haben wir hier noch? Einer ist noch übrig. Das ist, glaube ich, ein Bomber. Zu 17 müsste das sein. Aber da warten wir jetzt nicht drauf. Gehen wir mal in den Hangar. Ich würde sagen, das war doch relativ erfolgreich dafür, dass es für uns relatives Neuland ist. Ja, naja. Sag einfach ja. Sei doch mal zufrieden, Mensch. Ja, für dich war's ganz okay, ja. danke. Gut. Könnt ihr mal in die Comments schreiben. Oder wie immer in die Comments schreiben. Wie findet ihr das Flugzeug? Was würdet ihr gerne sehen? Auf was freut ihr euch, was noch irgendwie in naher Zukunft kommt? Seid ihr eher die Typen oder die Spieler, sagen wir mal, die mehr mit Tierzeug wollen? So wie ich. Du auch, ne? Ja, wobei ein paar moderne Sachen sind schon ganz nett. Okay, du bist mittlerweile auch infiziert. Oder seid ihr eher... Ja, mit dir geht auch klar, alles gut. Oder seid ihr eher, ich will modernere Panzer, ich will jetzt den Leo 2A7. Schreibt es in die Comments, lasst uns darüber diskutieren. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.